Hallo und willkommen zurück zu unserer heutigen Aufnahmesession von Miscreated. Ja, der Max, weiß ich nicht, der hat anscheinend den Termin vergessen, habe ich den Eindruck, der ist nicht dabei, aber diesmal ist auf jeden Fall wie immer der Dirk dabei. Hallo. Und natürlich die Alea. Was? Genau. So, ja, mir ist ein kleines... Warum liegst du da oben drauf? Weiß nicht. Ich auch nicht. Uns ist ein, also mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe vergessen, den Server auszuschalten. Dadurch sind all unsere schönen Fahrzeuge, die wir uns mühselig zusammengerafft haben, alle weg. Große Aktion heute ist also quasi Fahrzeuge erstmal wieder beschaffen. Und wir wollen das auch so ein bisschen gezielter diesmal machen. Das heißt, direkt mal unseren Pickup suchen sozusagen. Dann auch mal Quad wollen wir wieder haben. Und vielleicht auch mal andere Fahrzeuge, die es dann hier so gibt. Ja. Und da hat uns der Max so schön mit einer Karte eigentlich mal provided, wo welche Fahrzeuge spawnen. Haben wir so ein bisschen gezielt suchen können. Und ja, jetzt ist er halt nicht damit dabei sozusagen. Also ich würde mal sagen, ich gehe jetzt schon mal hier rüber und gucke mal, ob ich das Auto da hinten finde. Vielleicht geht ihr. Ihr kennt ja die zwei Stellen, wo die Quads spawnen, hier unten an der Straße. Ne? Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr das Quatsch findet. Das Quatsch? Das Quatsch. Wir finden das Quatsch. Also unten an der Kreuzung und hier, wenn ihr außen rumläuft, muss eigentlich auch noch eins sein. Wenn wir auslaufen. Genau. Ah, das Auto ist auf jeden Fall schon mal hier. Man kann wieder nicht über den Zaun springen. Ich werde hier gerade. So, mal gucken, was fehlt. Also ihr könnt. Was? Das Auto ist schon mal da. Ja, wir mussten gerade noch ein paar Zombies finden. Ja, es fehlen. Ich gehe mal rein. Alle vier Reifen auf jeden Fall, das kann ich so schon sagen. Öl, Diesel, Batterie ist komplett leer. Alles fehlt. Also das Quad ist nicht hier. Okay. Ich komme mal zurück und gucke mal, ob wir Reifen und so alles noch haben. Ein paar Sachen haben wir noch, aber ich glaube, einen Satz Reifen dürfen wir noch zusammenkriegen. Ja, eigentlich haben wir jede Menge gehabt. Bist du über die Dings gelaufen, alle? Ja, über ja die ich Brücke. Bin über die Brücke. Findet das Gemüse. Ich suche nach dem Gemüse. Nach dem rosa Gemüse. Am Bluten. Ich muss die Kamera mal ein bisschen drehen. Nein. Wie du blutest. Nein, ich blute nicht. Oh, ich hab the day of the day. So, also, ich sehe ein Quad, aber da steht ein Vetter neben. Wieso steht denn der Vetter daneben? Ein Vetter. Verstehe ich auch nicht. Ein Vetter. Ein Zombie. Alea wird schon wieder gesehen. Die Bilder kann offensichtlich noch nicht. Wassermelonen sind schon cool. Die geben Wasser und Essen. Ich glaube, du hast mich getroffen. Ups. So, wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 Batterien. Wir haben aber keine Reifen mehr. Wir haben nur einen einzigen Reifen. Ups. Hey, das steht direkt davor und ich habe mich getroffen. So, ich habe mal alles eingepackt. Öl brauchen wir. Also wir müssen auf jeden Fall auch mal die Straße entlang laufen, Reifen suchen. Ja, wir versuchen das. Mhm. Aber die Pfeile findet man nicht wieder. Nee, das ist traurig. Ja. Hast du das Fleisch gesammelt? Alea, ja. Soll ich dich gleich mal drücken? Wegen der Trauer.
Guck da sind vorne. Squad. Der Dicke. Naja, eben war hier noch ein Dicke. Ja, der ist auch da. Wo? Da hinten steht er. Ja. So, Das ist aber eh kein rosa Quad. Und der dreht zu uns. Der hat uns bestimmt gesehen. Also hier, das Fahrzeug war schon mal eine P350. So. Ich habe schon mal Öl eingefüllt. Was soll das hier eigentlich sein? Flugblätter? Weiß nicht, aber wir sollten uns in die andere Richtung bewegen. Da war zwar Sprit, aber ich konnte es nicht holen. Fahrzeug wäre auf jeden Fall nicht schlecht, und wenn es nur der Geländewagen ist. Aber vielleicht haben wir die Chance, dass man hinter den Zaun kommt, bevor er uns sieht. Weil der scheint nämlich recht blond zu sein. Was soll das denn heißen? Er ist blond, oho. Ich glaube, wir haben jetzt ein Problem. Lass mich, hab ich gesagt. Ich hab doch gesagt, ich glaube, wir haben aus. Jetzt ein Problem. Aus? Wie weg. Aus? Lass du schnell den Sprit. Ja, hol du den Sprit. Ich lauf. Lauf, Boris. So. Er hat aufgegeben. Oh, dann kommt er wieder zu mir, sagst du? Hab Öl gefunden. Ja, brauchen wir auch jede Menge. Wir haben noch drei Kanister. Ich guck mal gerade, wie viel davon übrig bleiben. Das Ding ist zu doof zum Schießen. Jetzt ist der Dicke hinter mir her. Ich also ich... jetzt. Warum das denn? Weil noch einer hinter mir hergekommen ist. Ich bin einfach auf ein Auto gesprungen und hat er aufgegeben. Interessant, ne? Und ich kann nicht mehr in meinem Haus respawnen. Wieso? Anscheinend ist das Ding weg. Hm. Was für ein Ding? Das Schild. Okay. Nicht witzig. Nein, das ist auch nicht witzig. Das ist Auslegungssache. Ja, vor der Brücke liegt mein Loot, Dirk. Ja, da muss ich jetzt erstmal hinkommen. Ich muss an den Dicken vorbei. Wieso? Ich bin doch hier. Nicht an dir. So, der erste Reifen ist runter. Also ich versuche da hinzukommen. Aber es sieht böse aus. Ja, ich glaube, ich bin in der Nähe, ich sehe eine Brücke. Ach, hier gibt's nur eine Brücke, glaube ich. Haha, sehr witzig. Das weiß ich auch, aber vielleicht haben wir Glück. Aber gut, dass du es erwähnt hast, werde ich auf jeden Fall jetzt als nächstes zu dem Haus laufen, wo das Schild von mir drin stand und gucken, ob mein Schild da noch steht. Ja, das ist ein bisschen unglücklich bei dem Spiel, dass anscheinend die Sachen Verfallszeiten haben. Zumindest intern. So, Öl haben wir keins mehr, habe ich jetzt quasi Hallo. Komplett verbaut. Ich höre wieder so eine scheiß Spinne. Spinne. Du Spinner. Aber ich glaube, ich weiß, wo der Bunker ist. Du kannst da hinten rum irgendwo in so ein... Was nochmal? Tunnelsystem rein. Ah, okay. Ja, können wir ja dann auch mal zusammen erforschen.
Ja. Whitemore! An der Brücke, sagst du? Ja. Guck mal, wo ich bin. Oh, wo haben wir denn schön Whitemore? Wir haben geschafft zum Laufen, aber. Da muss ich einmal durch Whitemore. Am Wasser entlang. Ja, und dann eigentlich immer nur geradeaus. Direkt vor der Brücke oder noch weiter weg? Ach, da Ich weiß, wo liegst ich bin. Ach so, du, da meine, ja, direkt an der Brücke quasi. Towing Cable. Kann dann nicht schon übergewichtig sein? Das ist ja sowas von unrealistisch. Sowieso das Gewicht von 40 Kilo ist sowieso unrealistisch. Ja, total. Hast du schon 40 Kilo im Rücken dran? Du trägst das ja am ganzen Körper, lieber Dirk. Ja, anscheinend kann ich jetzt noch nicht mal mehr eine Jerrycan tragen. Keine Ahnung warum. Was für ein Jerry? Jerrycan. Benzinkanister. Ich guck mal. Lass mich doch in Ruhe. Guck mal, ob ich noch ablegen kann. Gucken, ob es jetzt geht. Wenn er ja wenigstens sagen würde, dir fehlt so und so viel Gewicht, oder sagt er das? Nee, das sagt er nicht. Und der scheint leer zu sein. Auch. Reparatur-Kits, also das finde ich blöd gemacht mit den Reparatur-Kits. Ja, das finde ich auch blöd gemacht. Also das ist so der richtig einzig richtige Nachteil. Inspekt. Ja, ich habe Diesel gefunden. Dann haue ich schon mal eine erste Ladung Sprit rein. Dann gucke ich auch mal weiter, ob ich noch ein anderes Auto finde. Ja, theoretisch nur ein Auto finden, wo wir alle mitfahren können. Erst. Richtig. Richtig. Ja, beziehungsweise Autoteile, ne? Bild denn Bin noch? jetzt am Diner. Das sieht ein bisschen aus wie das Diner aus dieser einen Fernsehserie. Irgendwie, wie hieß sie jetzt nochmal? Ja, keine Ahnung. Das ist Dino. Was? Oh, da kommt eine Gruppe. Ich glaube, ich muss mal kurz ausweichen. Ach, dort ruhig, ich sehe schon die Brücke. Da sind ein paar. Habe gerade einen Wolf verlegt. Ja, ein Zombie. Ich habe mal so die erste Jerrycan mal reingefüllt. Jetzt ist 18% Sprit drin. Das ist ja schon mal
Es reicht ja, um bis zum Haus zu kommen. Das aber auch. Ich brauche noch Reifen. Na gut, Reifen habe ich 2 Stück gefunden hier. Okay. Aber ich kann sie gerade nicht holen, weil ich bei Lea stehe. Ja, klar. Und Sprit habe ich auch. Wo seid ihr denn hingelaufen? Wir liegen gerade, also Alea liegt gerade auf der Brücke und schläft. Okay. Hast du ihr auch ein Gute-Nacht-Lied gesungen? Ja, ja. Oh, hier liegt sogar ein Stein auf dem Boden. Ich glaube, ich habe den damit getroffen. Ui. Ja, dann schläft die besser, weißt du? Oh, ah, yeah, ja, ja. Da sieht sie Sterne und so. Hm, da kann sie dich auch zählen. Natürlich. Sehr freundlich. Ja, ja, bin immer schnell müde von. Absolut nachvollziehbar. So. Gut, hier brennt alles. So, ich gehe jetzt auch mal zu einem Spawnpunkt. Vielleicht habe ich ja Glück. Und wenn es nur ein Quad ist, damit ich 3 Reifen abbauen kann. So. Oh, Fetti! Nö. Mein Spawn-Schild ist auch weg. Also auch das, die spawnt anscheinend nach einer Weile. Dann weißt du schon mal Bescheid, Dirk, dass du auch auf jeden Fall checken musst, ne? Ich wollte gerade zustechen. Dann gehe ich jetzt hier rein, auf die Decken. Ja? Nee, wieso sollten die zurückgehen? Denkst du, die gehen nicht in hier den Briefkasten oder so? Nee, denke ich nicht. So, still steht schon mal wieder. So, mal gucken. Also, okay, jetzt. 20 Racks. Also, the item cannot be moved. Wer ist moved? Ich kenne jetzt nur Move Your Ass. Nein, das wollte ich damit nicht sagen. Ja, aber das kenne ich zumindest. So. Ich laufe mal ein bisschen durch die Büsche und laufe dabei die Straße hoch, wo der Spawnpunkt von dem Auto sein soll. Quatsch. Ich komme zurück, ich habe jetzt noch 2 Räder dabei. Mhm.
Wir können es ja direkt zum Auto bringen. Ich hab Sprit noch dabei, zwei Räder und Öl. Und einen von der Gummibärchenbande. Okay. Das ist. Ist rosa an. Ist rosa angezogen. Das ist irgendwie nice. Boing. Ich bin ein Gummibär. Boing. Ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Kleiner. Und. Boing. Wie viele Räder brauchen wir denn? Drei. Drei, dann laufen wir nochmal nach links oder nach rechts. Ich hab einen. Du hast ein Rad. Ja, hab ich eben gefunden. Guck mal, hab ich schon mitgedacht. Ich hab auch ein Rad. Ey! Hüpf! Der Scheißteil tut nicht so schön. Jetzt aber. Hüpf. Oh, da sind ich hör von rechts was. Zombiebär. Zombiebär. Ey! Mein Monitor ist verblutet. Der hatte eine Karte bei. Eine Ratte. Karte. Jetzt kommt hier so eine Nebenstraße. Funkerei, da ist ein Funkerei, ey. Attacke! Aua! Was war? Hat er dich getroffen? Ja. Ich auch. Oh, ich bin tot. Warum das denn? Miele! Ja, Dings. Zombie. Warum hast du ihn nicht getötet? Weil es jetzt schon der sechste war? Weil er getötet wurde von Miele! Okay, sehr schön. Das stand da! Ja, nützt mir aber jetzt gar nichts, Alea. Meine Ausrüstung liegt schon wieder da und ihr seid beschäftigt. Max ist nicht da. Juhu. Wo liegst du denn? Die Geringstraße entlang auf der rechten Seite im Gebüsch. Das heißt, du wirst es noch nicht mal sehen. Was wir alles sehen. Oh, ein Wolf. Ja, den suche ich gerade. Weiß wo er ist. Ich sehe zumindest ist eine Brücke. Nicht rüber. Das ist aber leider nicht unsere Brücke. So, ich bin im Brightmoor. Hab ich doch gesagt, oder? Nein. Nein, hast du nicht, aber ist egal. Gedacht. Ah nee, ich hab Woodhaven gesagt. Oder nein, da habe ich Brightmoor gedacht. Ich hab's zumindest gedacht. Was habe ich aber gedacht? Brightmoor? Brightmoor. What do you want? A Schlag auf der Front. What do you will? A Schlag auf der Brille. Was hast du da eigentlich an? So, aber dann kann ich wenigstens gucken, ob hier Fahrzeuge stehen. Das ist ja auch ein Vorteil. Muss man ja einfach auch mal sehen. Ah, Zombie. Ah, hast du Glück gehabt. Soll ich dich mal aufschießen? Seil gefunden. Ja, Lea fährt jetzt zu dir hin. Dein Auto gefunden. Und noch ein paar Zombies gefunden. Wirft mich hier eiskalt ab. Der wirkt dich ab. Wirft. Und das ist ein Auto und dann wirft er da durch die Fenster. Okay. Der scheiß Zombie. Echt jetzt? Verschämt halt. Soll ich dich abholen kommen? Ich bin in Brightmoor in der Tankstelle. Ich suche jetzt gleich Ronnys tote Leiche. So gut, so tot ist sie gar nicht, die zuckt noch. Das willst du woher wissen? Ich nehm's mal an. Auch wenn ich nicht weiß, wo du gerade
wo du wirklich gestorben bist, aber vielleicht finde ich dich. Ups, bumm. Also wie gesagt, muss die Straße hoch. Welche Straße hoch? Und die an unserem Haus vorbeiführt. Du meinst quasi da, wo so, bitte schön, einmal für dich. Wo der Bunker ist. Oh, das ist ein Dicker. Nee, nicht in die Richtung, sondern genau in die andere Richtung. Also in die Richtung, wo auch Pinecrest, wo es zur Brücke von Pinecrest geht, sozusagen. Aber nicht Richtung Brücke laufen, sondern geradeaus weiter. Okay, geradeaus. Okay. Oh, no space. Ja, das ist schon heftiger. Ja, noch einer. Yeah. Oh, ich blute zweimal. Ist das gut oder ist das böse? Das ist super. Da musst du dich zweimal verbinden. Genau, das ist alles. So, ich habe zumindest jetzt Öl gefunden. Im Kühlschrank. Mhm, unter der Spiegelkugel. So. Ich habe eine Pistole gefunden, aber ohne Muni. Ja, braucht man ja nicht. Genau. Ist ja überbewertet. Was willst du, Kind? Was willst du? Was wirst du? Das ist halt Pferdesprache, weißt du? Das, was willst das, du, habe ich gesagt. Warum wirst du? Ich habe gesagt, was willst du, Kind? Nee, du hast gesagt, wirn. Ach ja, Papa, ich bin übrigens galoppiert. Siehst du? Habe ich noch ja nicht erzählt, was? Nee, hast du nicht erzählt, dass du galoppierst. Ich bin ganz stolz auf mich. Ja, ich auch. Ich habe das super hinbekommen. Fast noch besser auf als Galoppe, du... Heinz? Nein, auf, wie hieß die jetzt nochmal? Weiß ich gerade nicht mehr. Auf jeden Pferd. Fall auf so einem kleinen Pony. Auf Pferdi Pferd. Mein Pony. Mein kleines Pony, mein kleines Pony. Aber das war so süß. Das ist nicht so hübsch wie der Ronny. Mein kleines Pony. Richtig? Ja. Kannst du mir mal erzählen, wie ich am Whitemoor vorbeifahren konnte? Ich bin doch genauso vorgefahren wie eben. Ich weiß nicht, Schatz. Keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall hier schon mal gucken, ob es hier noch Fahrzeuge gibt. Ich wundere mich, dass es einen Bus geben soll. Vielleicht findest du irgendwann einen. Ja, ich meine, hätte uns doch auffallen müssen, wenn es doch einen Bus gibt.